Hey, Punkt. Genau. Und untrennbar rot liegt der Osten hinterm Tor. Strahlt und lächelt das Museum mir zu. Bedeckt und fröhlich. Links das Kind. Zeig ich's dir. Rot. Der Talk des Engels. Das x-te Mal, du nicht! Schau mich an. Im Klang der Zeit und langsam im Dip. Nächsten Sonntag, der vorbeizog an der Lieblingsbrücke. Türkis und stolz dem Tier entgegen. Morgen der Nase nach, in Berlin, mit Ritter Butzke. Mein Augenmerk liegt in der Werkgruppe Town Talk, an der ich so seit 2,5, fast 3 Jahren dabei bin, auf der zufällig beginnenden Beziehung zwischen visuellem Empfänger und Sender. Mich interessiert dann dabei der Ausschnitt und dessen Verfeinerung durch Farbe, Form und Klang. Es entsteht dadurch ein neuer Sinneszusammenhang. Für Scan Plus habe ich ein Konzept erarbeitet, das sich über 3 Etagen zieht. Die erste Etage ist eher politisch geprägt, hat auch autobiografischen Hintergrund. Es gibt eine Leberwurst-Installation, nennt sich Evas Braun, beruht auf einer Tatortreihe. Ganz spannende Geschichte, einfach über eine haptische Herangehensweise über Materialien, in dem Fall Lebensmittel, sich über oder an einen, wie soll ich sagen, an ein politisches Statement heranzuwagen. Also ich versuche andere Ausdrucksmittel zu finden als den nur der Fotografie, Collage oder Malerei. Und daher ist Mixed Media, unter dem Unterbegriff läuft auch diese Ausstellung, einfach das ideale Mittel für mich. Ich kann also mich aus allen Töpfen bedienen und werkeln und es entsteht etwas für mich ganz Neues. Der untere Teil der Ausstellung nennt sich Beklagt euch nicht, kämpft. Es gibt noch einen Film zu sehen, einen Pegida-Film, der auch eben aus meinem Leben aufgenommen wurde und den ich verfeinert habe oder ergänzt habe. In der zweiten Etage, die zweite Etage heißt Lieblingsbrücke. Und da sind auch ein paar Lieblingsarbeiten von mir, unter anderem aber auch eine Telefoninstallation. Das heißt, es ist so ein bisschen eher was Morbideres. Ich habe mit Papier, mit Bildebenen gearbeitet. Die gesamte Ausstellung befasst sich mit Abschnitten, Abreißen, Verwittern, Überlagerungen von Kommunikation und in dieser Lieblingsbrücke oder auf der Lieblingsbrücke sind unter anderem Telefonbücher, die ich so in einem metamorphen Prozess geführt habe über einige Wochen des Wässerns, Trocknens, Modellierens und die ergänzen diese Telefoninstallation. Die nennt sich Schwarz-Weiß-Hören. Ganz spannend, es gibt 2 Telefone, auch da wieder authentisch aus Berlin. Darauf lege ich großen Wert, dass ich Originalobjekte und Teile nehme. Ein weißes Telefon, ein schwarzes Telefon. Auf der schwarzen Seite ist eben schwarz. Hören eine dunkle Stimme, die meine Texte, die einfach während der ganzen Arbeit in der visualisierten Kunst entstanden sind, kommuniziert oder präsentiert. Und auf dem weißen Telefon ist eher eine helle, silbrig klingende Stimme.